Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge in der Reihe der philosophischen Anthropologie. Heute stehen zwei Themen auf dem Programm. Zum einen wollen wir uns Gedanken machen über Kriterien, über objektive Kriterien eines gelungenen Lebens. Zum zweiten werden wir uns dem Thema Emotionen zuwenden. Wir haben ja in der vergangenen Folge einen Begriff des gelungenen Lebens erarbeitet. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, dass wir die Dinge, dass wir viele Dinge um anderer Dinge willen tun und haben so etwas wie einen letzten Begriff, ein oberstes Gut, ein letztes Ziel des Menschen erarbeitet, haben uns dann verschiedene Begriffe, verschiedene Ausdrücke angeschaut, die dieses oberste Gut, das letzte Ziel bezeichnen und haben dann überlegt, dass der Begriff des gelungenen Lebens der geeignete Begriff ist, um unsere Intuitionen über das gelungene Leben, das letzte Ziel des Menschen zum Ausdruck zu bringen. Aber die entscheidende Frage, der wir uns jetzt zuwenden, ist natürlich diejenige, was denn nun der Sache nach inhaltlich, wie wir Philosophen sagen, das gelungene Leben, das letzte Ziel des Menschen konstituiert. Kann es überhaupt so etwas geben wie objektive Kriterien dafür, wann ein Leben gelingt und wann es nicht gelingt? Und was wären das für Kriterien? Sie sehen schon, diese Frage ist natürlich schwierig zu beantworten, allein aus dem Grund, weil die Gefahr, dass hier persönliche Lebenserfahrungen, eigene liebgewonnene Überzeugungen, aber auch Überzeugungen, die in unserer Kultur verwurzelt sind, besonders leicht Einschub finden können in unsere Überlegungen, sodass man dann eigentlich ganz private Dinge als objektiv richtig ausgibt. Aber ich denke, drei Kriterien, denen ein Begriff des gelungenen Lebens entsprechen muss, drei Kriterien können wir dennoch festmachen. Zum einen ein formales Kriterium, dass das gelungene Leben tatsächlich das oberste Gut, das letzte Ziel unseres Strebens sein muss. Zum zweiten unsere menschliche Verfassung, die Conditio Humana, zu der ich dann etwas sagen möchte. Und zum dritten ein sehr weiches Kriterium, so etwas wie eine gewisse Unabhängigkeit, die ich, wenn mein Leben gelingen soll, den Dingen gegenüber einnehmen muss, die auf der Ebene des gelebten Lebens in meinem Leben passieren, die mir widerfahren. Ich komme damit zum ersten Kriterium, das oberste Gut. Das erste Kriterium ist, dass es sich bei dem Gut tatsächlich um ein oberstes Gut handeln muss. Das heißt, ein Gut, bei dem sich die Frage danach, warum wir es anstreben oder was mit diesem Gut, mit diesem Ziel noch erreicht werden soll, bei dem sich diese Frage nicht mehr stellt. Ein ganz klarer Fall in Bezug auf ein Irrtum eines obersten Gutes ist zum Beispiel Gelderwerb, ist Reichtum. Natürlich ist es so, dass viele Menschen der Auffassung sind, dass reich zu sein zum gelungenen Leben dazugehört. Aber um es etwas pointiert zu sein, wenn wir nicht gerade Leute wie Dagobert Duck sind, die das Schönste im Leben finden, einfach am Morgen einen Kopfsprung in ihr Geldbad hineinzumachen, sondern wenn wir Geld wichtig finden, weil uns durch Geld andere Dinge ermöglicht werden, dann ist schon deutlich, dass der Gelderwerb selbst, das Geld zu haben, reich zu sein, immer nur ein Mittel zu einem anderen Ziel sein kann. Reich zu sein, Geld zu haben selbst, ist nicht ein oberstes Gut, weil mit Geld anderes ermöglicht werden soll. Zum Beispiel einen flotten Wagen zu fahren, den dann alle anderen Leute ganz toll finden und uns beneiden. Oder ein gutes Werk tun zu können. Dinge finanziell unterstützen zu können, die einem selber am Herzen liegen und die man nicht selber durchführen kann. Wie immer Sie auch über Geld und über Reichtum denken, klar ist, das letzte Ziel kann es nicht sein, weil Geld immer nur ein Ermöglichungsgrund für etwas anderes ist. Natürlich gibt es viele Menschen, die der Überzeugung sind, das Wichtigste wäre, reich zu sein. Aber diese Menschen leben in einem Irrtum.
Sie sind unaufgeklärt über das, was tatsächlich Ihr letztes Ziel ist. Und Sie müssten darüber nachdenken, was Sie denn mit diesem Geld alles machen wollten. Und müssten sich Gedanken darüber machen, ob es denn wohl wirklich realistischerweise stimmt, dass sich Ihr Leben so sehr zum Besseren, zur Zufriedenheit hinwenden würde, wenn Sie das Geld hätten, diese Dinge zu ermöglichen. Ein ähnlicher, in unserer Gesellschaft wahrscheinlich noch verbreiteterer Irrtum ist die Auffassung, das Wichtigste im Ziel sei, im Leben sei die Gesundheit. Hauptsache gesund, sagen ja viele. Ihnen müsste, denke ich, schon deutlich sein, wie man argumentieren kann, um zu zeigen, dass Gesundheit gar nicht das letzte Ziel, das oberste Gut sein kann. Denn Gesundheit ist immer nur eine Voraussetzung dafür, dass wir andere Dinge im Leben machen können, tun können. Auch hier müsste man sich wieder fragen, warum ist es so wichtig, gesund zu sein? Was will ich mit meiner Gesundheit anfangen? Der Frankfurter Philosoph Adorno hat die Frage nach der Gesundheit als letztem Lebensziel einmal etwas pointiert auf den Punkt gebracht, indem er gefragt hat, was nützt einem Gesundheit, wenn man sonst ein Idiot ist? Ähnlich verbunden mit der Frage nach der Gesundheit ist die Vorstellung, ein möglichst langes Leben sei erstrebenswert. Aber auch da kann man sich fragen, für was möchten wir möglichst lange leben? Wenn ich mir anschaue, wie unzufrieden viele Menschen mit ihrem Leben sind und wenn sie sich darum bemühen, sich gut zu ernähren, Sport zu machen, um möglichst lange zu leben, dann stellt sich doch die Frage ganz von selbst, kann ein langes Leben, wenn es unausgefüllt und unzufrieden ist, tatsächlich ein Wert sein? Lieber verglühen als verdorren, möchte man etwas pointiert wiederum dem entgegenhalten. Vielleicht kommt es darauf an, ein Leben zu leben, in dem man Dinge tut, die wichtig sind, in denen man sich für andere einsetzt, in denen man intensive Beziehungen pflegt. Aber kein Leben, was möglichst lang ist, unabhängig davon, was in diesem Leben passiert. So viel zum ersten Kriterium, zum obersten Gut. Wenden wir uns nun dem zweiten Kriterium zu, der Conditio Humana oder dem, wer wir selbst als Menschen sind. Dadurch, dass wir Menschen nun mal so sind, wie wir sind, ist dem, was unser oberstes Gut sein kann, eine Grenze gesetzt. Es wäre zum Beispiel völlig widersinnig, zu meinen, unser Leben könne nur dann gelingen, wenn wir unsterblich wären, wenn wir immer so weiterleben würden. Zwar können wir uns wünschen, lange zu leben, weil wir noch irgendwelche Projekte in unserem Leben verwirklichen wollen, aber der Wunsch allein, unsterblich zu sein, nicht zu sterben, ist kein Wunsch, den wir sinnvoller, vernünftiger, konsistenterweise für unser Leben haben können. Das leuchtet, denke ich, schneller ein, aber auch auf einer individuellen Ebene ist dem, was unser gelungenes Leben konstituiert, eine Grenze gesetzt. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, ich, der ich mein Leben lang relativ unsportlich gewesen bin, würde mich in meinem Alter jetzt dazu entschließen wollen, ein Fußballer zu werden und in einen Bundesliga-Verein mitspielen zu können. Das hätte keinen Sinn mehr. Ich habe körperliche Grenzen und selbst wenn ich noch so eifrig trainieren würde, wäre es mir nicht möglich, in eine Fußballmannschaft aufgenommen zu werden. Sie sehen hieran, dass die Überlegungen danach, was denn vernünftigerweise das oberste Gut sein kann, jetzt nicht nur allgemein philosophisch sind, sondern auch sehr stark durch Vorlieben, Talente, Fähigkeiten, Abneigungen mitbestimmt ist, die jeder von ihnen individuell hat. Für uns Philosophen bedeutet das, dass eine plausible Konzeption des gelungenen Lebens offen sein muss, Raum haben muss für solche individuellen Talente, Vorlieben und Abneigungen. Ich komme damit zum dritten Kriterium eines gelungenen Lebens, das Kriterium der Unabhängigkeit. Dieses Kriterium ist tatsächlich schwierig auf konkrete Fälle anzuwenden. Aber ich möchte doch etwas allgemein sagen, worum es mir dabei geht. Es geht darum, dass eine Vorstellung vom gelungenen Leben dann inkonsistent zu werden droht, wenn wir von dem Leben selbst,
von der Ebene des gelebten Lebens her Dinge erwarten, die in unserem Leben passieren müssen. Stellen Sie sich beispielsweise vor, jemand würde seinen Begriff des gelungenen Lebens daran festmachen, die Frage, ob sein Leben gelingt, daran festmachen, dass er einen festen Arbeitsplatz bis zu seiner Rente, bis zu seiner Pensionierung oder Emeritierung hat. Dass er den Arbeitsplatz nicht wechseln muss. Nun, so wünschenswert es wäre, wenn wir einen solchen Arbeitsplatz haben, so widersinnig wird doch das gelungene Leben, wenn wir die Frage, ob uns das gelingt, auf der Ebene des gelebten Lebens, an diesem festen Arbeitsplatz festmachen. Und zwar nicht deswegen nur, weil die Gefahr gegeben ist, dass wir nur so lange glücklich sind, bis wir den Arbeitsplatz wechseln müssen. Die Sache ist komplizierter. Die Angst davor, den liebgewonnenen Arbeitsplatz einmal zu verlieren, beeinträchtigt ja nicht unser Leben erst dann, wenn wir den Arbeitsplatz wirklich verloren haben, sondern diese Angst davor, was in unserem Leben passieren könnte, beeinträchtigt schon unser Leben jetzt. Das heißt, wir werden hier und jetzt keine Menschen sein, die innerlich frei und zufrieden auf ihr Leben schauen können und ihr Leben leben, sondern die Angst davor, dass in der Zukunft etwas passieren könnte, was unser Leben schwierig macht oder was unser gelungenes Leben verunmöglicht, diese Angst beeinflusst schon unseren Zustand jetzt. Das heißt, wenn wir Menschen sind, die die Frage, ob ihr Leben gelingt oder nicht gelingt, von Dingen abhängig machen, die in der Zukunft liegen, die passieren müssen oder die nicht passieren dürfen, wenn wir diese Art von Menschen sind, dann verunmöglichen wir unser gelungenes Leben, unsere Existenz hier und jetzt. Und damit kann unser Leben nicht mehr gelingen.